Jetzt droht Ärger in Recipe of Disaster. Doppelter Ärger sozusagen. Also, ich bin übelst gespannt, was uns heute hier erwartet. Das letzte Restaurant habe ich mit einem etwas größeren Upgrade, das heißt also ein bisschen ausgebaut das Ganze, dann doch ganz easy noch geschafft. Aber jetzt, wo Ärger droht, welcher Art denn? Schauen wir mal rein. Janice und Janice, maybe, haben von deinem Erfolg mit dem Restaurant deines Onkels gehört. Ja, Wolski war auch richtig gut. Scheint, als würdest du berühmt. Nicht schlecht für einen Neuling, aber lass es dir nicht zu Kopf steigen. Nee, Alten, alles gut, ey. Die Zwillinge haben dich gebeten, ihnen bei ihrem eigenen Geschäft zu helfen. Für den Anfang haben sie einen kleinen Laden mit etwas Land gekauft. Beide werden dir ab Tag 1 zur Seite stehen. Und was sie anbrennen lassen, können sie durch ihre Silberzunge trotzdem verkaufen. Pah, das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Auch wenn sich die beiden sehr ähnlich sehen, haben sie komplett unterschiedliche Persönlichkeiten. Janice? Weiß nicht, beide irgendwie so? Oder Janice? Ich komme nicht klar. Arbeitet hart, kann aber ziemlich herablassend werden, wenn sie dich nicht mag. Janice? Dagegen ist eher entspannt, um nicht zu sagen träge. Aber sie kann jeden mit einem Lächeln aufmuntern. Vergrößerung ist hierbei der Schlüssel zum Erfolg. Nicht nur für den Laden, sondern auch im Bereich der Angestellten. Ihr habt eine günstige Lage erwischt und Janice hat viel Geld in die Werbetrommel gesteckt. Rechne also mit einem steten Fluss an Kundschaft. Denk daran, die Leute hier lieben Meeresfrüchte. Immerhin sind wir nur 20 Minuten vom Meer entfernt. Also, Angel packen, angeln gehen, würde ich sagen. Nicht schlecht. Hier ist also jetzt unsere Butze. Wir haben 5000 Startkapital. Wir sind nicht so sehr beliebt mit nur 10%. Kaufe Grundstücke 2, besetze 8 Tische gleichzeitig. Das heißt, wir müssen wirklich groß werden in dem Fall. Verdiene 1200 am Tag. Auch das ist nicht so easy. Bonus, kaufe 6 Grundstücke. Cool. Rein da. Wow. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Ach, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind alle Grundstücke. Das wäre Bonus. Und wir starten hiermit. Das ist ja krass. Hier würde es reingehen. Na, wie soll man das am blödsten machen? Sollen wir das hier hinten so ausbauen? Also, ich würde sagen, wir gehen erstmal rein und starten hier das Ganze direkt mit dem nächsten Grundstück. Wir machen das hier länglich und machen hier so eine Fressmeile draus. Also, Grundstück kaufen. 350. Wir müssen hier Sachen wegbringen. Das ganze Grünzeug kommt weg. Der Müll kommt weg. Und wir bauen an. Ist das jetzt hier alles unser? Und wenn es so ist, warum ist das so ungünstig hier alles aufgebaut? Das hier ist der Pausenbereich. Das ist unsere Tür. Wie können wir das vielleicht noch optimieren? Okay, wir können den Pausenbereich und die Tafel können wir bewegen. Das ist gut. Das heißt, wir setzen das erstmal eben hier zur Seite. Wir machen den Bereich, den wir hier jetzt haben, mit den Mauern schon mal größer. Zack. Wir machen gleich die Außenwände alles mal ein bisschen anders. Dann geht das hier erstmal rum. So, klingt das nach einem Plan? Das klingt noch nicht ganz nach einem Plan. Das ändern wir noch mal ein bisschen ab. So. Und wir machen den Bereich hier so dicht und entfernen hier wieder die Wände. Dann haben wir hier
den Eingangsbereich. Warte mal, jetzt müssen wir hier nochmal Wände versetzen. Bewegen. Das kommt hier hin. Wir machen das mal hier. Daneben kommt die Tür. Und der Bereich hier kommt komplett weg. So. Damit haben wir das soweit erledigt. Dann hätte ich gerne hier Fenster und natürlich eine Tür. Wir haben hier, ist das eine Bushaltestelle? Können die Leute direkt von der Bushaltestelle bei uns reinstolpern? Türrahmen, Glastür. Ist das ein Unterschied? Gibt es eine Eingangstür? Lange Fenster, die hätte ich gerne. Hohe, breite Fenster. Markisen. Wir nehmen einfach hier diese Glastür mit rein. Das ist so die Eingangstür. Ein und aus. Glastür eine Richtung, Glastür beide Richtungen. Es gibt eine mit einer Richtung. Das ist krass. So. Man kommt rein. Dann brauchen wir hier noch diese hohen Fenster. Halt, die waren irgendwie anders. Hier. Lange Fenster. So, wir lassen hier ordentlich Luft rein in das Ganze. Bisschen asymmetrisch, ne? Können wir gleich noch verschieben. Und dann machen wir das hier auch nochmal. So, das kriegen wir doch hier bestimmt auch noch irgendwie symmetrischer hin. So, dann brauchen wir hier Wände. Was sagt die Kohlen? Was sagen die Kohlen? Wir haben noch genug. Boden. Oh, ich brauche noch eine Toilette. Ei, 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 habe ich schon wieder vergessen. Habe ich schon wieder vergessen. Das hier wird die Küche. Das wird die Küche. Pausenbereich. Ich brauche noch so ein Ding. Hintere Küchentür. Hintere Küchentür. Ist das die Eingangstür oder ist das die Durchgangstür? Hintere Küchentür. Hintere Küchentür, Küchentür. Okay, ich brauche diese Küchentür. Und das Teil kommt dahin. Oder hierhin, hierhin. Küchentür. So. Küchentür, hintere Küchentür. Wie auch immer. Das Teil kommt hier hin. Pausenbereich. Chillt man ein bisschen. So. So. Das Teil kommt nach draußen. Geht das hier überhaupt? Kann ich nicht platzieren. Okay, Katastrophe. Katastrophe. Das heißt, ich brauche tatsächlich Rasenfläche hier. Das ist ja uncool. Das ist also ja wirklich uncool. Okay. Umdisponieren. Die vordere Kante hier kommt weg. Ich mache das mal hier so hin. So. Das haben wir, das haben wir. Den Außenbereich müssen wir wieder grün machen. Landschaftsbau. Gibt es hier, warte mal, das war bei Fußboden. Da. Zack, das haben wir wieder schön grün. So, jetzt Fußboden innen drin. Wir machen das irgendwie Holzfarben oder sowas. Oder hier mit diesem dunklen, jawohl, sehr edel. Sollen wir das so in weiß lassen, die Wände? Wir machen auf jeden Fall mal die Wandfarben außen. Steinmauer. Alter, was ein Bunker hier,
Was ein Bunker, Alden. Das ist aber nur Außenfassade. Sehr dunkel, ne? Sehr, sehr dunkel, Alter. Was ist das für eine Steinmauer? Ist halt jetzt vielleicht eher so der Rockerschuppen, Alden. So, das müssen wir hier, glaube ich, alles machen. Zap, zarap, zarap. So. Ich habe immer noch keine Toilette. Katastrophe. Immer noch keine Toilette. Und ich weiß auch bisher noch nicht, wohin, ne? Vielleicht hier irgendwie in so eine Ecke. Vielleicht reicht das dann. Sollte ich vielleicht machen. Das Ding kommt direkt weg. Und wir machen hier das auch weg. Und das auch. Und wir machen hier in diese Ecke die Toilette. Wände bauen. Wir brauchen für die Toilette... wir machen vielleicht hier so diesen Eingangsbereich. Wir brauchen Lokus, Waschbecken. Oder? Lokus, Lokus, Waschbecken. Lokus, Lokus, Waschbecken. 1, 2, 3. So, erledigt. Wir brauchen eine Tür. Alter, ohne Scheiß, das ist schon so gut, ne? So simple Sachen und es macht jetzt schon einfach Bock. Ist doch einfach super, ey. So, da kommt die Tür rein. Dann brauchen wir hier nochmal wieder Wände. Zack, 1, 2, 1, 2 und einmal rüber. Dann kommen hier, oh, das sind jetzt haben wir schon drei. Egal, machen wir drei. Toiletten. 1, 2, 3. Toilettentüren. Hehehe. 1, 2, 3. Jawohl. Und wir brauchen Spülen. Handspülbecken. Ich weiß nicht wie. Oder machen wir die so und so? So und so. Die sehen ja richtig schick aus, Alten. Wie auf dem Bahnhof. Wunderbar. So lassen wir das. Und jetzt brauchen wir natürlich noch Licht. Wir brauchen noch Licht. Was sagen die Kohlen? 2000. Wir sind knapp. Wir sind knapp bei Kasse. Wir gehen ins günstige Licht. Günstiges Licht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und wir müssen hier daran 1, 2. Wir sind komplett beleuchtet auf dem Lokus. Mega gut. Es ist ja hier nur der Anfang, ne? Es ist nur der Anfang. Restaurant L'Aquaria. So, bewegen. Hier könnten schon Tische stehen. Ich muss gucken, wie ich das am blödsten mache hier. Das nimmt mir natürlich wahnsinnig viel Platz weg. Ei, 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 ei. Und später auf jeden Fall hier anbauen. Da sehe ich mich jetzt schon. Hier ist schon der Anbau und dann können wir hier später weitergehen. Also, das ist soweit okay. Wir haben noch nichts für die Küche. Wir haben noch nichts für den Servicebereich. Das bedeutet, wir gehen erstmal in die Küche. Wir brauchen den Deluxe-Herd und einen normalen Herd. Und beim letzten Mal hatte ich mir schon gedacht, wäre es nicht sinnvoll, wenn wir diese Sachen direkt hier servicenah nutzen können. Oh, jetzt wird es schon ein bisschen eng, ne? Das heißt, den Herd haben wir da. Brauchen wir einen Ofen? Noch nicht. Deluxe-Herd. Eigentlich direkt zweimal, aber sparen wir uns anfangs. Wir brauchen einen Grill. Und wir brauchen die Deluxe-Fritte. So. Sind die alle... Warum sind die so komisch? Warum sind die so versetzt, Alter? Mach mich doch nicht fertig, Game. Okay. Naja, jetzt sind sie nun mal so. Dann brauchen wir, das kommt dann später, Doppelkühlschrank. Zack. Und Lagerfläche für irgendwelche, keine Ahnung, frische und Trockenartikel. So. Und damit sind wir durch, ne? Wir könnten noch einen kleinen Kühlschrank nehmen. Nehmen wir auch direkt. Der passt hier noch genau hin. Und damit ist dieser Startküchenbereich schon mal durch. Wir brauchen noch Feuerlöscher. 1, 2, am liebsten 3.
Passt hier aber nicht mehr hin. Können wir noch hier hin machen. 3. Und damit sind wir durch. Wir haben Toiletten, wir haben die Küche, wir brauchen Tische und Stühle. Gewöhnlich auffallend. Ausgefallen, der wäre rund. Trotz allem passt das. Kriegen wir den auch hier so ein bisschen näher? Kriegen wir. Ja, da sitzen wir halt jetzt mitten im Weg, ne? Kann ich die Tür noch verstellen? Ich kann sie noch verstellen. Wir stellen sie dahin, die Tür. Blöde Ecke, ne? Ganz blöde Ecke, ey. Sehr unangenehm. Egal. Es geht ja nur darum, dass die Leute reinkommen. Und dann könnten wir nämlich schon direkt hier ausgefallener Holztisch platzieren. Und ausgefallene, Alter, hier Nischenstühle oder was. Hier, guck mal, so groß, ausladend. 70. Ist preislich ja kaum ein Unterschied, ne? Eins, zwei, drei, vier. So, das Teil kommt hier hin. Bam. Jetzt haben wir das Gerät. Jetzt müssen wir das hier noch einmal dekorieren. Wir machen da Serviettenhalter und sowas. Das ist jetzt auch nicht so schicki, ey. Guck mal, hier können wir noch Sachen drauf machen. Tischkaktus. Tischlampe. Drei Felder im Umkreis. Plus 4. Ja, Tischlampe. Zwei Felder im Umkreis. Wir nehmen hier die schwarze Tischlampe. Geht das so? Geht so. Okay, dieses Ensemble haben wir jetzt einmal fest und können sagen, lass mal eben hier raus, duplizieren, perfekt. Und so wie es hier ist, hätte ich es hier gerne noch zweimal. Noch zweimal, einmal an der Toilette und einmal hier in dem Bereich. So. Perfekt. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Sieht sogar ganz edel aus, hier auch mit dem Dunklen. Die Wände sehen natürlich noch alle katastrophal aus. Das heißt, wir müssen tatsächlich nochmal an die Wandfarbe dran. Und ich nehme hier drin irgendwas Helles und Weißes. Schlicht weiß, Holzbrettwand in Weiß. Ja, guck mal, das hat doch hier wieder was. Das kann man doch so machen. So, den Bereich da, das hier, Holzbrett, weiß. Das ist hier alles jetzt einmal schön vertäfelt und wir machen das hier vorne, Holzbrett, dunkel. Hier vorne haben wir dann den Servicebereich, auch schicki und Mickey, Alter. Perfekt. Hier hinten sind wir immer noch auf der Wiese, das heißt, wir müssen hier unten mal in den Fußboden verändern. Da gehen wir einfach hier in die Fliese, klar. Einfach was für die Küche, irgendwas Praktisches. So. Fertig. Erledigt. Küche steht, Wände bleiben schlicht weiß. Wir sind hier nur für den Service. Wir lassen das, wie es ist. Ist, beziehungsweise, da müssen wir doch nochmal mit den Wänden dran. Wandfarbe, Holzbrett in der Toilette, aber nur hier in dem Bereich. Die anderen Wände sind ja schon schwarz, ne? Genau. Hier auch. Da auch. Okay. Okay, okay. Ich bin ready. Ich bin ready. Gucken wir uns die Deko an. Ambiente. In dem Bereich ganz schick. In dem Bereich hier Katastrophe. Warum? Ah, wegen dem Müll? Das kann ich nicht entfernen. Weil es nicht mein Grundstück ist. Ach komm. Ambiente müssen wir machen. Ich hatte gesehen, dass diese Bilder, diese Gemälde... Ach du Scheiße, ich bin schon im Minus. Ich bin im Minus. Ich bin 1300 im Minus, verschuldet. Wenn du den Tag in den roten Zahlen beendest, gehst du bankrott.
Du solltest Objekte verkaufen. Bringt 100. Weg mit dem Aquarium. Weg mit den Lampen. Bring nur 70. Weg mit dem einen Kühlschrank. 250. Wieso bin ich jetzt so hart verschuldet? Aber mal ernsthaft. Das geht ja gar nicht. Wieso bin ich jetzt auf einmal so hart verschuldet? Minus 900. Ein Waschbecken kommt weg. Wait. 110. 70. Tür weg. Toilette weg. 80. 500 im Minus. 470. Ich musste eine ganze Tischeinheit wegmachen. Fenster weg. Fenster weg. Ich bin 80 im Plus. Alter, ohne Scheiß. Das ist ja wild. Aber Vorteil, wir sehen nicht den Dreck hier draußen und das Ganze ist auf einmal wieder grün geworden hier drin. Okay, wir müssen leider so klein und rudimentär starten. So traurig das ist. Wir haben nur zwei Tische. Hauptsache, der Lachs, der löbt und ich würde sagen, wir gehen rein in das Ganze. Das kann ja was werden. Das ist ja jetzt schon übelst schwierig. Teile sind nicht zugänglich, das heißt, wir müssen hier tatsächlich noch was abreißen, und zwar diese Wand. So. Und jetzt sind wir, glaube ich, startklar. Was sagt Obst und Gerümpel? Alles? Nein, alles, was wir haben. Wir gehen wieder ins Globale und hätten gerne global mindestens 5 Artikel. Wir fangen klein an. Und ich hoffe, wir kriegen die Kohlen zusammen bis dahin. Attacke. Und rein in das Ganze. Wir starten erstmal direkt mit einem fetten Minus. Los geht es. Da kommt das Personal. Alter, die sehen aus wie Metzger. Nicht dein Ernst. Wir sind doch hier keine Metzger oder was? 4 Metzger. Direkt Pause machen. Ich hoffe, das ist nicht teuer. Aber das geht ja gar nicht, Alter. Wie sehen die aus? Gruppe. Uniform-Editor. Alter. Französischer Kragen. War wirklich schick. Französische Weste. Wir gehen mal in die Weste rein. Weißes Hemd. Bordeaux-farbene Weste. Auf gar keinen Fall kurze Hosen. Das ist schon ein bisschen zu bräunlich. Naja. Shorts, Alter. Dein Ernst? Anzughose in Schwarz. Schuhe in Schwarz. Sneaker. Anzugsschuhe, maybe, wie auch immer. Farben schon mal übertragen. Hut, nein. Schürze auf jeden Fall. Und zwar bleiben wir bei der langen. In Bordeaux. So. Oder in Weiß. Wir können auch mal in Weiß probieren. Wir nehmen mal in Weiß. Okay. So. Dann für die Dame. Wo ist das Französische? Bleiben wir bei dem. Wir bleiben in X-Yoga-Hose. Schlabbrig oder beim Rock? Nee. Wir bleiben bei der Schlag-Shorts. Hier. Kleine Schürze. Lange Schürze. Wir müssen aber bei der französischen Jacke ins Bordeaux gehen. Irgendwie so. Und die Applikation machen wir dann in Weiß. Ich würde sagen, das kann so durchaus durchgehen. Schuhe bleiben auch wie sie sind. Sneaker, Stiefel, Pumps. Ja, Sneaker. Attacke. Das Ganze heißt hier, keine Ahnung. Ich weiß noch gar nicht, wie das heißt. Französisch Stress heißt das ganze Szenario. Und dann gehen wir da rein. Und ziehen das alles an. Speichern und sie haben die Klamotten. Sehr schön. So, jetzt sehen sie alle wieder vernünftig aus. Ein bisschen weniger wie Weihnachtsfrauen. Macht aber auch nichts. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was können die denn alles? Was sind denn ihre Vorlieben? Was sind ihre Skills?
Und was haben wir für Rezepte? Das kommt noch dazu. Haben wir Service-orientierte? Wir haben zwei. Befindet sich nicht auf der Karte. Okay, wir müssen doch noch ein bisschen warten. Und wir gehen mal eben kurz rein. Sie ist noch nicht da. Wo ist sie denn? Wo ist denn die eine Person? Da fehlt doch noch jemand. Oder nicht? Oder ist sie jetzt drinne? Mink, mink, mink. So, Service. Ist nicht da. Befindet sich abseits der Karte. Okay. Wir gehen nochmal rein hier in diesen Bereich. Janice. Voll auf Service getrimmt. Ist aber ein bisschen faul. Inspirierend und so weiter. Janice. Und die andere Janice auch. Okay, das sind die beiden Service-Leute, die aber natürlich kritisch sind. Elizabeth Burns. Workaholic. Halten wir auf Service. Da muss ich halt in die Küche. Küche. Und René McDonald auf jeden Fall auch Küche. Also machen wir hier schon mal klar. Icke. Und McDonald. Okay, dann ist das doch schon mal so einigermaßen geklärt. Wer hier die Küche schmeißt. René McDonald, okay. Dann hätten wir das geklärt. Dann haben wir hier den Bereich. Janice und Janice. Und Elizabeth Burns. Wait a minute. Elizabeth Burns. Hat irgendjemand eine Vorliebe für Putzen? Niemand. Elizabeth Burns macht auf jeden Fall noch mit den Service. 3 Sterne Deluxe. Und liebt das? Liebt das? Und liebt nicht so sehr. Okay. Service. Service. Wir müssen den Bereich hier noch in Reinigung aufteilen, ne? Putzplan. Area 1. Mag keiner, also Elizabeth Burns. Putzplan 2. Mag auch wieder keiner, also René McDonald. So. Und wir sind ready. Und let's fetz. Ich hoffe, es kommen Leute rein. Ich habe keinen Plan. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr frei. Die Tür geht auf. Es ist sehr, sehr random irgendwie gerade für mich. Es kommen Leute rein. Alter, mit so viel musste ich noch gar nicht starten. Das ist doch gar nicht so schlecht. Also mit wirklich Neubau. Von den Basics auf. Moment, habe ich jetzt hier gerade eine Person mehr? Ist jetzt hier die... Ja, die ist jetzt auch da. Die hat einfach verpennt, oder was? Okay, wir haben 3 Leute jetzt im Service. Ich hoffe, die versauen es einfach nicht, ne? Was haben wir überhaupt für Rezepte? Haben wir eine Chance, überhaupt irgendwie Umsatz zu machen? Die Preise sehen gut aus. Tiefseerippchen, U-Boot. Das ist aber wild, Alter. Fisch und Grill. Okay, da ist einfach auch mal Olivenöl mit drin. Das ist schon mal gut zu wissen. Hähnchen. Belly Belly. Alter Scheiße, ey. Atlantis. Auch gut. Das ist auch alles vom Grill. Mit Garnelen, Wolfsbarsch, Zwiebeln auch mit drauf, auch vom Grill. Und Twisted Sister. Alter, wild. Wilde Kombis. Und das ist, glaube ich, ganz gut so. Und es funktioniert. Zack, Service bitte. Und die stehen hier schon Schlange, Alter. Das ist ja abgefahren. Alter, was ist hier los? Wenn die ersten Kohlen reinkommen, sofort den nächsten Tisch reinhauen hier. Wir brauchen den nächsten Tisch dringend. Alter, was ist hier los? Tschüssing. Sie waren einigermaßen zufrieden. Sie waren einigermaßen zufrieden. Was dieses komische Gequietsche immer heißt, frage ich mich, ne? Jetzt sieht man hier diesen Vorteil von der Grillstation oder diesen ganzen direkt hier an der Service-Line.
Das heißt, die rennen hier zwar, haben zwar vielleicht ein bisschen längeren Weg, um hier mal rumzulaufen, aber die können halt sofort sich umdrehen und abliefern. Ich hoffe, das ist gut. Ich weiß es halt nicht, ne? Wird man sehen. Werden wir sehen. Wie ist das mit dem Bestellen? Ich habe alles auf 5. In 11 Minuten kommt der nächste. Die nächste Lieferung. Wir haben verwendet in Rezepten. Wir haben im Lager 5. Und in 11 Minuten kommt schon das nächste. Ich glaube, im Moment sieht das noch gut aus. Weitermachen. Wir haben viel zu viele Leute. Viel zu viele Leute. So, Leute, geht mal raus hier, bitte. Die nächsten, bitte. Die sitzen ja, der sitzt jetzt hier einfach rum und blockiert die ganze Zeit den Tisch. Geh doch mal. Ach nee, der wartet auf sein Essen. Okay. Was ist mit denen? Was ist mit den dreien? Kann eine davon Elizabeth Burns grillen, frittieren und kochen? Okay, Elizabeth Burns ist hier einfach zu gut. Kommt nochmal mit hier rein. Zack. 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 Attacke, Alter. Die kann einfach zu vieles. Das ist schon richtig gut, ey. Aber dann muss die auch noch den ganzen Laden putzen. Oder? Oder den halben Laden. Tja. Wir haben 400 noch was Ocken. Duplizieren. Jetzt stehen die hier gerade im Weg. Jetzt stehen die hier wirklich gerade im Weg, ey. Bewege dich da mal weg. Danke. Duplizieren. Danke. Und weitermachen. Wir sind im Minus, aber dadurch kommen jetzt sofort 4 Leute rein. Alter, perfekt. Und es kann losgehen. Attacke. Und es kommen wieder Kohlen rein. Wir sind wieder im Plus. Die Garnelen. Kann nicht zubereitet werden. Pause. Alter, was hier? Kann nicht zubereitet werden. Eismeergarnelen. Warum denn nicht? Fehlt mir was? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Jetzt wird's wild. Frittierte Königskrabbe. Das Rezept nehmen wir gerne mit auf. Was haben wir denn hier? Ausgefallener, was? Gericht. Gäste, die warten. Gericht für die Tische. Warum konnte das... Fehlten mir vielleicht gerade einfach nur die Zutaten und jetzt mittlerweile sind sie da. Hier, Königskrabbe. Okay, ist mit drinne. Lieferung leider erst in einer Stunde. Ich lass mal weiterlaufen. Wir haben immerhin schon plus 2 im Ruf. Das ist gar nicht so schlecht. Gar nicht so verkehrt. Und es läuft. Ich meine, jetzt haben wir schon abends 17, 18 Uhr. Ja, normalerweise müsste das Restaurant voll sein. Um die Uhrzeit. Nein, es brennt. Es brennt das erste Mal. Alarm! Und wie sie hier direkt stehen, Alter. 3 Feuerlöscher. Und geht, Alten. Lüpft einfach mal schön die Fritteuse abgefackelt. So, Mogwi, der hat einen. So, er geht dann mal schön einen schmoken. Bei dem ganzen Stress. So, jetzt geht's hier gerade nicht weiter. Warum? Frittieren nicht möglich. Alter, Leute, macht mich nicht fertig. Macht das Ding hier in Ordnung. Wollt ihr mich verarschen komplett? Wieso ist Frittieren nicht möglich?
weil die Fritteuse abgebrannt ist? Was ist mit dir? Objekt säubern. Okay, das konnte man einstellen. Danach ist es möglich, hoffentlich. Säubern, säubern, säubern. Ist es wieder in Ordnung? Kann er jetzt frittieren? Er kann frittieren. Alter. Er mag säubern nicht. Egal. Und er steht hier schon komplett im Schweiß, ey. Die stehen alle schon komplett im Schweiß. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Ja, eskaliert hier nicht rum, Alter. Jetzt legt er sich wieder auf den Boden. Jetzt legen sich gleich alle auf den Boden und weinen. Und es brennt. Alter, was geht hier ab? Was geht denn hier ab? Was ist denn hier los in dem Laden? Alter, absolutes Desaster. Fritteuse brennt, Grill brennt, alles brennt und er liegt auf dem Boden und weint. Alter, ich werde weich. Ich werde weich. Und die Gäste kriegen einfach nichts zu fressen. Sag mal, kriegen die eigentlich schon was oder sitzen die gerade nur noch so rum und gucken sich das Spektakel an? Ja, die haben einfach nochmal reingecashed. Gibt nichts, was sie mögen. Verdiene 1200 an einem Tag. Ja, ist ja abgefahren. Den Tag so gerade mit einem positiven Ergebnis überstanden. Aber ich sag dir, das war Katastrophe. Das ist ja die absolute Katastrophe. Minus 4000 für den ganzen Ausbau. Wir haben übelst reingecashed. Welche Rezepte sind am besten? Twisted Sister. Aha. Belly Belly. Abgefahren. Ich würde sagen, sofort mal in die nächste Runde. Öffnen das Ganze. Auf Speed auch wieder. Und gucken, was sich heute ergibt und was an Kunden reinkommt. Das ist ja richtig, richtig wild. Super schwierig. Es geht richtig schwierig los hier. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Liegt es an den Geschwistern, die hier so Theater machen? Gucken wir mal. Gucken wir mal, was abgeht. Jetzt wird hier gekocht. Und schon wieder das mit der Küche. Okay, da stimmt irgendwas nicht. Das ist ja Katastrophe. Ich muss den Aufbau ändern. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht liegt es daran, dass der Herd und die Fritteuse, dass das so nebeneinander ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Liegt das daran? Ja, Leute, sauber machen. Sauber machen. Gib ihm. So. Und wir machen, wenn die was zu essen haben, nachdem die was zu essen haben, wird die Küche umgebaut. Okay. Fertig. Service. Fertig. So, Pause. Küche umbauen. Das geht ja so gar nicht. Ich weiß noch nicht genau wie. Ich würde sagen, wir machen die Feuerlöscher hier erstmal zur Seite. Die kommen erstmal hier alle an die Wand. So. Dann. Jetzt machen wir das so, dass es so eine Fließbandgeschichte wird. Ich hoffe, auch das funktioniert. Wir werden sehen. Der Herd kommt hier in die Ecke. Die Fritteuse kommt dahin. Kann gerade nicht, aber gleich vielleicht. Der Kühlschrank kommt erstmal zur Seite. Die Fritte kommt dahin. Oder die Fritte kommt hier gegenüber. Das können wir auch machen. Wir machen das so. Wir machen das so. Und der Kühlschrank kommt gerade hier hin. Okay, die heiße Fritte hat ein Spezial.
Spezial-Area, das ist Deluxe und das ist auch Deluxe und das ist ein normaler Grill. Kann ich mir schon Deluxe leisten? Ich kann mir gar nichts leisten, ich habe 200 Ocken. Wait, wenn ich den verkaufe, bringt er mir 90. Deluxe kostet 300 noch was. Okay, das wird nichts. Plus 1 auf den... Okay. Deluxe Arbeitsplatte. Krass. Okay, wir sind fertig. Weitermachen. Bisschen umgebaut. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder anfängt zu brennen. Apropos Brennen, Feuerlöscher kann ich nochmal eben woanders hin tun. Oh, guck mal, es schneit draußen. Das ist wieder geil, ne? So Kleinigkeiten. So Kleinigkeiten. Feuerlöscher. Und ich hätte gern Feuerlöscher nochmal ein bisschen näher. Da passt er nicht, da passt er nicht. Der passt hier nirgends. Ja, dann bleibt der eine da, der andere da und weiter geht's. Kommen denn Leute hier rein? Nö. Tür ist offen. Hier schneit es schon fast rein. Ja, es kommen aber ein paar Kohlen zumindest rein. Also, wir haben schon hier ein paar Gäste. Ich mache übrigens mal die Mauern weg. Man sieht dann viel mehr. So. Das ist doch wesentlich übersichtlicher und angenehmer. Und wir sehen auch, wenn die Leute hier auf dem Lokus gehen. Das ist ja auch wichtig. Kriegen sie direkt Sturzstuhl, wenn sie unser Essen gegessen haben? Oder ist das gut verdaulich? Das ist ja wichtig. Die Gesundheit der Gäste. So, ich hoffe, dass sich das jetzt hier nicht wieder entzündet. Und die Frage ist natürlich, woran das liegt und so weiter. Aber keine Ahnung. Werden wir sehen, ob das mit dem Aufbau zusammenhängt. Im Moment nach wie vor bin ich übelst zufrieden mit der Grundidee vom Game. Von dem, was man machen kann. Wie komplex das ist. Es ist wirklich so, dass man sagt, geil, Alter, ich will weiter gucken, wie es funktioniert. Das Rezepte selbst erstellen ist super interessant. Rezepte selbst erstellen hatte ich ja schon in den letzten Teilen, in den ersten Teilen gemacht. Und wenn ich mir überlege, hier geht es dann irgendwann auch mal, vielleicht sogar im Livestream hier, direkt in so einen Free-Mode, einfach alles selber bauen, ganz frei, von einem ganz kleinen, von einer Pommesbude dann, zu einem Sterne-Restaurant. Das wäre schon cool, ey. Hab ich schon richtig Bock drauf. So. Bediente mich erst schnell. Belastungsgrenze von René McDonald. Der steht auch gerade nur rum. Der René McDonald. Wir haben hier schon wieder Level Up. Das ist gut. Feuerlöscher schneller. Küchenchef. Kunden werden bereit, mehr zu zahlen. Das ist natürlich immer wichtig. Internationaler Küchenchef. So, wo ist hier dein Problem? Gedanken, ich werde schlecht bezahlt. Da wollen wir entgegen. Niemand mag dieses Restaurant. Wow. Ist das so? Das sieht doch ganz gut aus, Alter. Nein, das ist also nicht so. Das ist nicht richtig. Wir könnten... Pause. Los. Geh Pause machen, Alter. Ist gerade eh nichts los. Ich meine, es ist nichts los, ne? Da kommt natürlich der Gedanke, dass niemand das Restaurant mag, wahrscheinlich schnell auf. Ey. Stehst hier mit 6 Leute, stehst hier dir die Beine im Bauch und denkst dir, jo, geil, ich hätte jetzt was kochen können. Alter Falter, ey. Ich bin klatschnass. Ich werde wirklich gut bezahlt. Oh, wait. Jetzt müsste ich ja eine Überdachung machen für mein Pausenpersonal oder was. Kalmar wird knapp. Twisted kann nicht zubereitet werden. Okay, wir müssen mal gucken, dass wir beim Kalmar... Wir erhöhen einfach die gesamten Anzahlen einfach mal um 1. Gucken wir mal, was da geht. Und es wurde schon geliefert. Ich glaube, das sind diese Patzer. Kritische Patzer oder wie auch immer das hieß. Das klingt zumindest so. Das erste haben wir schon gemacht. Besetze 8 Tische gleichzeitig. Kaufe 2 Grundstücke. Also das sind alles so Sachen, die sind einfach durchaus realistisch zu machen. Es braucht einfach vielleicht nur ein wenig Zeit. Aber wenn ich schon hier sehe, dass eben das Nachbargrundstück richtig schön groß ist, hier so eine schöne Ecke, kostet irgendwie was um die 400. Und dann haben wir ja hier ratzfatz auch die Tische aufgewertet, ausgebreitet, die Toilette vielleicht nochmal ein bisschen aufwerten wieder. Wenn dann dieses Grundstück dazu kommt, kommt wahrscheinlich die Anrichte hier...
die Service-Luke. Vielleicht so hier in diesem Bereich. Vielleicht dann eher dahin. Und es brennt schon wieder. Diese Fritteuse brennt immer. Warum brennt denn immer diese olle Fritteuse eigentlich? Das ist aber uncool. Und er macht direkt wieder sauber. Was ist mit dieser Fritteuse? Einstellungen korrigieren. Wait a minute. Einstellungen korrigieren. Jetzt habe ich jemanden angeklickt. Nee, warte mal. Einstellung korrigieren. Das ist ja witzig. Das ist ja wieder witzig. Das heißt, ich als Spieler muss dann doch wieder zwischendurch mal eingreifen. Okay, es war durchwachsen. Zutatenrabatt gibt es gerade, wenn ich einkaufen gehe. Ich kaufe allerdings eh immer nur das, was ich brauche. Wobei, hier sehen wir jetzt gerade, nehmen wir das mal eben raus. Das könnten wir natürlich aufstocken, andererseits, nö, eigentlich nicht. Wird ja auch nicht wesentlich mehr dann verbrauchen, ne? Von daher lassen wir das, ach guck mal, der Tag ist schon wieder rum. Ja, läuft, läuft, schönes Plus wieder gemacht, kann man machen. Also, gar nicht verkehrt. Es wird schwieriger und ich bin eigentlich ganz froh darum, dass es schwieriger wird. Ich bin allerdings auch gespannt, wie das dann in diesem Freestyle-Modus wird. Alter, frittierte Königsgrabbe Deluxe. Bestens. Abgefahren. Das schmeckt doch hier alles. Und sieht wirklich gut aus. Also, nach wie vor gerne kommentieren, ob du das im Livestream sehen willst, dann gehen wir da gerne nochmal rein. Ich würde sagen, das waren erstmal jetzt hier die ersten drei Parts von dem Ganzen und dann im Livestream würde es dann gegebenenfalls einfach diesen Freestyle-Modus geben. Wenn du sagst, ja, das ist es, einfach gerne unten drunter kommentieren, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin!